Fine Dining Finale auf der Schwäbischen Alb. Wir sind hier am Rathaus, belgisches Restaurant. Wir rocken das Ding. Doch sieht die Schwabenkonkurrenz das auch so? Ich kenne das von meiner Mutter noch. Die Rinder, geschmorten Rinderbacken waren richtig saftig. Ja. War bei der hier jetzt nicht so. Klar, wenn jemand deine Kunst auseinander nimmt, dann vergisst du einfach an die Decke, ja? Es gibt's ja nicht. Alter Schwede, ne? Großes Lokalschlachtfinale auf der Schwäbischen Alb. Noch liegt Rosario mit 37 Zählern vorn, doch Chris will ihn auf den letzten Metern überholen. In Nürtingen, unweit von Stuttgart, steuert Mike Süßer das Belsers Restaurant an. So, und heute am Finaltag geht's zum Christa. Der Mann, das ist der, wenn es am Tisch irgendwelche Fragen gab, dann wurde sich rückversichert bei ihm. Also fachlich ganz hohes Niveau. Dementsprechend wird die Gruppe heute auch bei ihm einsteigen. Und zwar mit so einer Erwartungshaltung. So, und der Christa, dieser Küchenstil ist französisch-mediterran. Ich finde, das passt absolut zu ihm. Was heißt das eigentlich? Hm? Verstaubt? Nein, nein, nein. Da sind die Soßenansätze richtig gut gemacht. Vielleicht arbeitet er mit französischen Wörtern. Aber die große Küche kommt aus Frankreich. Dementsprechend die Erwartungshaltung jetzt auch bei mir da oben. Kann der Chef des letzten Lokals der Woche diesen Erwartungen standhalten? Stell dich und deinen Laden doch mal vor, verehrter Maître. Wir sind hier am Rathaus, belgisches Restaurant. Und ich bin Christa Belser und wir rocken das Ding. Bis zu 160 Gourmets und Gourmands finden in Chris schickem Etablissement ein Plätzchen. Das Lokal ist ein Neubau, im Zusammenschluss mit einer schon vorigen Gastronomie, die hier unten war. Und ich habe eigentlich alles, ich habe es komplett kernsaniert. Also ich weiß, wo alle Rohre verlegt sind. Also das macht schon noch mehr persönlicher, das Ganze. Und was zauberst du hier für abgefahrene Köstlichkeiten, lieber Chris? Wir fahren hier eine französisch-mediterrane Küche auf ehrlichem Niveau, wo die Gäste sich fühlen wie im Urlaub. Ich bin gerne Koch, weil ich gerne einfach die Herausforderung suche. Man kann sich kreativ total austoben, man spielt mit Aromen und man tut am Schluss ein Gericht herstellen, wo man sagt, wow. Rioja, Spanisch. Hallo. Hallo, Servus. Hallo. Ich suche den Christa, sagt man, ne? Christa, genau. Christa, mit Dialekt. Hallo, Mike. Servus. Herzlich willkommen. Ja, freut mich. Also. Klasse. Und das ist Lydia, meine Verlobte. So, und ihr beide, macht das zusammen? Ja, doch. Das ist die schönste Konstellation, die es gibt, oder? Danke, genau. Ja. Würde ich mal sagen. Ja, das macht auch Spaß zum Reingehen hier, ne? Das schaut mal totschick alles aus hier. Ja, das durchaus stylische Interieur lässt auch unseren Profi mit der Zunge schnalzen. Das ist schön. Ist das schön. Will ich haben. Mein Lokal. Darf ich dir mal kurz unsere Brasserie noch zeigen? Ach, das war's jetzt noch nicht hier? Nee. Da geht's noch runter? Ja, ja. Zweites Lokal, Veranstaltungslocation. Auf geht's. Also, mach dich gefasst. Ja. Jetzt habe ich oben gerade nur ein paar Minuten geschaut und das war schon so schön. Und jetzt das da. Im urgemütlichen Brasseriegewölbe können bis zu 80 Schwaben schmausen. Das ist das Gebäude von meinem Urgroßvater, also von meinem Großvater. Ernsthaft? Der hier sein erstes Möbelhaus hatte. Und dann habe ich es umgebaut, selbst umgebaut. Wirklich? Sand gestrahlt, alles gemacht. Persönlicher geht's nicht, ne? Da verschmilzt du ja mit deinem Gebäude, ne? Und es ist unfassbar schön geworden. Also von der Location her Bombe. Jetzt gleich nächste Frage. Französisch-mediterran stelle ich mir wie folgt vor. Also angehaucht in der Klassik. Soßen werden vernünftig angesetzt. Es wird mit Fisch gearbeitet. Artischocke kommt hier auf den Tisch. Einfach die Sachen, wie man sich das im Mediterran vorstellt. Genau. Ja? Also ganz bodenständig, frische Produkte und das dann ein bisschen veredelt, sagen wir mal, mit einem modernen Stil irgendwie getoppt. Und diese Veredelung findet in der 15 Quadratmeter kleinen, aber top modernen Küche statt. Schicobello, oder was sagst du, Mike? Das ist ja wirklich ein schicker Laden, die Küche hochprofessionell. Das wird jetzt noch mal richtig einen um die Ohren geben. Und das am letzten Tag, ne? Da ist noch gar nichts entschieden, Leute. Pass mal auf, heute warten wir noch ab. So, mein Lieber, was für ein Gericht bekomme ich denn jetzt hier in dem Wettkampf?
Wir machen was Mediterranes. Mediterranes, ja, genau. Wir machen eine Dorade Royale. Knusprig gebraten auf der Haut, auf Kartoffel, Oliven, Grasse. Du schaust ein bisschen mediterran aus, ne? Hast du irgendwie italienische Eltern oder wo kommst du eigentlich her? Also wir haben Stammbaum schon mal nachgeschaut, ja? Leider nicht, ne? Also, schaust du mal, könntest du aber, mach mal ein bisschen, wenn du ein bisschen auf Italienisch machst. Sie, wir machen hier Pasta mit der Dorade. Ach, mal alle Dorade machen wir Gemüse. Im ersten Schritt reichlich Schalotten und Tomaten grob zerkleinern und bereitstellen. Brav. Sollen die Farbe haben oder eher nur glasig sein? Nur glasig, das passt. Ja, das kriegt er gerade noch so hin, unser Spitzenkoch. Wie schaut's aus? Ich mache noch ein bisschen frischen Knoblauch dazu. Okay, hau rein. Auch den Knofi gut anschwitzen, um dann die Tomaten hinzuzugeben. Da würde ich einen Tomatenbad nehmen. So gut schauen die aus, oder? Ich habe mal schönes Meersalz, frische Kräuter. Nun eine steife Prise Zucker, ein paar Wacholderbeeren, eine Handvoll Fenchelsamen und eine große Kelle Tomatenmark unter die Tomaten heben. So, und jetzt erzähl mal den weiteren Prozess, weil das Ding ist ja jetzt nicht ganz fertig. Jetzt tun wir das einmal aufblubbern. Ja, und dann? Jetzt geben wir das in einen Behälter, tun das bedecken mit Alufolie und bei 240 Grad geben wir es 42 Minuten in den Ofen. Während die Tomatensoße blubbert, angelt Chris eine Dorade aus dem Kühlfach. Petri Heil. Du nimmst Filets jetzt? Wir nehmen Filets. Okay, richtig. Ich muss sie leider noch ausnehmen. Das heißt, wir haben hier hinten den Ausgang. Ja. Wir gehen ganz vorsichtig mit einem kleinen Schnitt. Dieser ermöglicht, die Innereien zu entnehmen. Im nächsten Schritt das Fischlein waschen und halbieren. Jetzt machen wir das voll bratfertig. Ich werde den leicht melieren, melieren. Zisellieren heißt einschneiden, damit wir es ganz kurz den Gästen da draußen mal. Ihr seid ja meine Gäste. Ne? Genau. Und dann leicht melieren. Und dann Hautseite. Und dann Hautseite. Und dann tun wir es bei 120 Grad mit ein bisschen Dampfzufuhr ganz zart gern. Ah, mit ein bisschen Dampf, damit es saftiger bleibt. Ja. Das sind die Tricks, die jetzt nach draußen gehen. Millionen Publikum werden dir sagen, Dankeschön. Doch vorm Braten zupft Meister Chris noch die Gräten aus der Dorade Royale, die man in Fachkreisen auch Goldbrasse nennt. Jetzt krieg ich Licht auf die Birne, oder? Ja. Tomatensoße ums Kartoffel-Oliven-Pü ziehen, Dorade on top. Et voilà. Noch einmal, wie bezeichnest du das Gericht, damit ich das immer richtig habe? Wir haben die Dorade Royale auf dem Kartoffel-Oliven-Écrasé mit einer lang reduzierten Tomatenglas, sortiertem Babyspinat. Und dann haben wir es ausgarniert mit einer hausgemachten Balsamico-Apfelreduktion. Das ist interessant. Oliven-Crumble und Herb. Schön. So, das ist jetzt mal eine Hausnummer. Ne? Schaut totschick aus. Mega zubereitet, viel Liebe und optisch ein Burner. Bleibt die bange Frage, ob's auf dem Gaumen des Spitzenkochs ebenso kracht. Da ist halt die Power von der Tomate noch drin, ne? Ja, ja. Die ist nicht mega fein, sodass nur noch die Flüssigkeit durchgeht, sondern gefällt mir auch gut, weil das ist ja Konzentrat pur, ne? Mhm. Also finde ich jetzt, also schmeckt mir auch. Da brauche ich jetzt nicht lange rumeiern und so tun. Das ist Bums ist das da. Nun aber zum Star auf dem Teller, zur Dorade. So, dann drehen wir den mal um und dann schauen wir mal. Oh, Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich sag, es ist glasig im ganzen Land. Tja, das Ding ist super. Also es ist, man kommt hier rein, ne? Man hat eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man das alles so hört. Ne? Und dann servierst du mir so einen Teller. War richtig geil. Danke. Echt gut. Und es hat diesen bekanntlichen Bums, wo du richtig denkst, was dich einfach kickt. Ne? Und das hat dieses Gericht. Das ist halt so. Dann heißt das noch nicht, dass der Wettkampf beendet ist, weil die kommen alle rein in die Küche. Weißt du, hast das erlebt 4 Tage lang. Ne? Ja. Und die schauen alle über die Schulter, da kann die Nervosität kann einem Streich spielen, aber mit Charme bügelt ihr alles aus. Selbst wenn was schief geht. Okay? Nicht vergessen, hier geht es um Menschlichkeit. Also, dir danke und du, komm her. Alles Gute für den Wettbewerb danke, und ich esse das jetzt auf. Okay. Aber ohne euch.
es gibt uns richtig Power. Also der hat uns wirklich die Last schon mal von den Schultern genommen. Und jetzt sind wir kampfbereit und wir werden das Ding schaukeln. So, jetzt geht's aber auch richtig los hier, ne? Was habe ich vorher gesagt? Die Messlatte liegt ganz weit oben. Und was hat er gemacht, der junge Mann? Er hat sie mit Anlauf übersprungen. Tolles Team, unglaubliche Freundlichkeit, schöne Location. Wirklich, alles hat gepasst. Tolles Essen habe ich drin erwähnt, keine Frage. Aber Wettkampf ist Wettkampf. Hoffentlich behalten Sie die Nerven.